Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank, dass ihr noch da seid. Die Reihen haben sich gelichtet, aber ich bin schon so lange dabei, ich kenne das bei Supervision Sonntagnachmittag. Da müssen einfach viele schon nach Hause. Heute ist auch Muttertag, ich weiß, einige genießen das und das finde ich total großartig. Eine gute Entscheidung, denn es wird ja aufgenommen und ihr könnt euch das dann diejenigen, die es nicht gesehen haben, einfach nochmal anschauen. Ja, habe ja gestern gelernt, ne? Ja. Ich bin ein Alien. Zumindest war das immer das, was ich dachte, als ich ein Kind war, als ich Jugendliche war, als ich junger Erwachsener noch war. Ich dachte, ich bin ein Alien. Ich bin damals immer davon ausgegangen, dass genau wie das, die äußerliche Erscheinung es auch im Inneren ist. Das heißt, wir haben zwar Unterschiede, aber so die Grundstruktur ist dann doch das Gleiche. Ich dachte, alle Menschen haben die gleiche Art und Weise, Sachen wahrzunehmen, sie innerlich zu verarbeiten, haben die gleiche Art und Weise zu denken, vielleicht andere Gedanken, aber die Grundstruktur ist die gleiche. Ja, und haben auch das gleiche Innenleben wie ich. Und alle anderen kommen damit klar. Allen geht's gut. Es gibt Situationen, die mir große Schwierigkeiten bereiten, wo ich wirklich glaube und das Gefühl habe, ich bin im falschen Film, ich bin hier nicht real. Und anderen gefällt das. Die kommen damit klar, die wissen, was sie tun müssen, die wissen in sozialen Interaktionen, was sie zu sagen haben, wie sie damit umgehen. Sie können sogar Kraft und Energie daraus schöpfen. Es geht ihnen gut, wenn sie auf einer Party sind, wenn sie viele Menschen um sich haben, wenn sie viele Kontakte haben. Es geht ihnen gut. Andererseits gibt es Situationen, Bereiche, die mir überhaupt keine Schwierigkeiten bereiten, andere aber dafür völlig aus der Bahn werfen. Und so dachte ich immer, es gibt eigentlich nur noch eine Erklärung dafür. Ich bin nicht normal. Ich bin ein Alien. Ich gehöre hier nicht her. Irgendwas ist da schiefgelaufen bei der Lieferung oder was auch immer. Irgendwann, so als junger Erwachsener, so mit Anfang, Mitte 20, bin ich dann so über einen Begriff gestolpert. Erstmal der Begriff Hochbegabung. Da gab es dann schon mal so ein paar, okay, das erklärt schon mal so ein paar Dinge, die für mich nicht so einfach waren oder für mich einfacher waren. Und dann ein paar Jahre später der Begriff Hochsensibilität. Und dann dachte ich, ja, endlich. Endlich habe ich Antworten auf so viele Fragen, die in mir sind, die in mir waren. Und endlich brauche ich kein Alien mehr sein. Ich kann Mensch sein. Denn das, was mich ausmacht, das, was mir Schwierigkeiten bereitet, bereitet auch anderen Schwierigkeiten. Und es gibt Millionen von Menschen, denen es genauso geht wie mir. Wie erleichternd. Boah. Das war so angenehm, zu wissen, ich bin nicht alleine. Und ich kann das Ganze akzeptieren. Ich kann es verstehen und ich kann damit lernen zu leben. Und das habe ich dann gemacht. Viele Jahre lang habe ich mich damit beschäftigt, habe überlegt, habe mich informiert, das ist ja schon eine Weile her und von daher gab es dann noch nicht so viele Informationen wie heute, auch noch nicht so viele Bücher. Und ich habe wirklich gelernt, damit zu leben, Strategien zu entwickeln für all diese Situationen, die mir Schwierigkeiten bereiten. Immer noch. Es gibt immer noch Situationen, die für mich ganz schwer sind auszuhalten, ganz schwer sind, damit umzugehen, aber ich habe es gelernt, damit zu leben. Und natürlich kamen im Laufe der Zeit, ne, Gesetz der Resilienz, immer mehr Menschen zu mir in meine Beratung. Und ich habe dann festgestellt, so als Familienberaterin, wow, das hilft sogar. Das ist gut. Hey, das ist richtig gut, dass ich diese Eigenschaften habe, dass ich diese Fähigkeiten habe. Und heute bin ich froh drum, dass es so ist, dass ich Menschen wahrnehmen kann, dass ich viel mehr wahrnehme als eben andere Menschen. Und ich weiß aus Rückmeldungen, dass es meinen Kunden, Klienten auch so geht, auch den Familien, die zu mir kommen. Und ich möchte es einfach weitergeben, damit Menschen, die
keine Probleme haben in großen Gruppen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass sie vielleicht mal einen Einblick bekommen, wie sich das anfühlt, was es da für Probleme gibt. Und ich möchte euch auch gerade mitgeben, was können wir auch tun in der Beratung? Wie können wir damit umgehen? Das ist mir wichtig. Ja, ein paar grundlegende Punkte vorab. Hochsensibilität ist individuell. Und das ist auch nicht erlernbar. Hochsensibilität ist auch ein Begriff, vielleicht so mal ein paar Worte so vorab. Den haben wir hier im Deutschen. Und sensibel ist ja so ein bisschen, ja, so hat so einen Hauch, ne, von Sensibelchen, so überempfindlich und nimmt gern alles persönlich und möchte auch immer so im Rampen, also gar nicht im Rampenlicht, möchte sich immer irgendwo verstecken und gar nichts mitmachen. Und hoch ist ja auch so ein Begriff, das dann immer so bei manchen Leuten ankommt, wie ist was Besonderes oder was besonders Tolles. Also hochsensibel finde ich jetzt ein Begriff, im Deutschen ist nicht so glücklich gewählt, ist aber weit verbreitet. Im Englischen heißen sie ja ganz anders. Da heißen sie nämlich High Sensitive oder High Sensitivity. Und Sensus, der Sinn, sagt viel mehr aus. Nämlich High Sensitive heißt, jemand hat viel intensivere Sinneswahrnehmungen. Und das ist so der Knackpunkt an der ganzen Sache. Und darum finde ich den Begriff hypersensitiv im Deutschen viel sinnvoller. Setzt sich aber nicht durch. Ne? So hochsensibel ist hochsensibel und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Also werde ich den Begriff auch verwenden. Hochsensibilität ist immer ein fließender Übergang. Es gibt nicht den einen. Wird angeschalten. So, zack, zack. Hochsensibel oder nicht. Hochsensibel ist sehr individuell. Es gibt verschiedenste Ausprägungen und ich möchte euch so ein paar grundlegende Dinge einfach mal mitgeben. Und wie immer so, wenn es gerade einen fließenden Übergang gibt, gibt es so Pole. Und da haben wir so den einen Pol. Das sind diejenigen, die eigentlich wenig wahrnehmen, die so wenig mitkriegen. Vielleicht kennt ihr so jemanden auch. Läuft durch die Welt und hat so das Gefühl, boah, sieht eigentlich nichts, hört nichts, lebt so vor sich hin. Auch eine Variation des Normalen. Was vielleicht die meisten von euch kennen, natürlich kriegst du was mit, du siehst was, du hörst was, du riechst was und so weiter. Dann gibt es aber so diejenigen vielleicht, die so ein bisschen was mehr mitbekommen. Wo ein Sinn vielleicht höher ist, mehr stärker ausgeprägt ist. Wo vielleicht aber auch alle Sinne etwas mehr wahrnehmen. Und dann gibt es so, die ganz am Rand stehen, an dem anderen Pol, zu dem da drüben. Und die sind so reizoffen, so wahrnehmungsfähig, dass ein normales Leben kaum möglich ist. Es sind wenige, aber die gibt es. Die nehmen wirklich alles wahr und können selbst in Standardsituationen kaum leben. Um das so ein bisschen einschätzen zu können, was das alles bedeutet, werde ich euch gleich dann auch mal so ein paar Situationen schildern, sowohl aus Erwachsenensicht, aus meiner Sicht, also auch aus Kindersicht. Das Ganze ist angeboren, das kann man nicht erwerben. Man kann es aber auch nicht loswerden. In meinen Beratungen habe ich immer mal wieder Menschen, die, ja, vielleicht auch gerade durch meine Beratung darauf kommen, und die dann sagen, ja, stimmt, als Kind ging es mir auch so. Irgendwie habe ich das verschüttet. Ich sage, und wie ging es Ihnen damit? Ja, nicht gut. Denn das ist da. Es lässt sich nicht einfach wegtherapieren. Es lässt sich auch nicht wegdrücken. Es bleibt. Und es wird vermutlich vererbt. Also davon gehe ich einfach auch aus. Ich habe mit so vielen Familien gesprochen und es ist auch immer wieder mal spannend, wenn die Eltern kommen mit einem Kind und mir irgendwelche Geschichten erzählen und wo ich dann sage, oh, okay, oh, ich hätte die Idee, haben Sie davon schon mal was gehört, Hochsensibilität? Ach, nö, dann frage ich eben, stelle ich meine üblichen Fragen und wir kommen so ins Gespräch und ich erzähle dann, was das eigentlich bedeutet.
Und dann gibt es die Situation, da gucken sich die beiden Eltern an, so ganz bedeutungsschwer, und denke ich mir schon, okay. Oder einer der beiden Elternteile wird auf einmal ruhig. Der andere ist ganz aufmerksam und einer von beiden wird ganz ruhig. Und denke mir, ah, okay. Meistens läuft es dann darauf hinaus, dass sie dann sagen, das ist eins zu eins ich. So geht es mir auch. Ich war mir nie klar, dass das so was Ähnliches ist wie das, was unser Kind jetzt auch vielleicht mit sich rumträgt. Jetzt erklären sich auch ganz viele. Und genau diese Erleichterung kann ich so gut nachvollziehen. Also vermutlich, ich gehe davon aus, dass es vererbt wird. Und Kombinationen sind möglich. Kombinationen mit anderen Persönlichkeitsanteilen, Kombinationen mit verschiedenen, vielleicht auch vermeintlichen Krankheitsbildern. Also auch Kombinationen eben mit Hochbegabung, mit den intensiv autonomen Kindern, mit irgendwelchen anderen Persönlichkeitsmerkmalen. Alles möglich. Was das Ganze vielleicht auch manchmal ein bisschen überdeckt und gar nicht so eindeutig sein lässt. Von der Zahl her, 15-20%, wenn man sich das mal überlegt, ne? Ein Fünftel. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, es müssten einige hier sein, die zumindest nicken, die es vielleicht schon wissen oder vielleicht jetzt nach meinem Vortrag denken, oh, okay, wäre mal was, womit ich mich beschäftigen könnte. Wenn man sich das mal so überlegt, wie viele Kinder sind in einer Klasse? Wie durchschnittlich, wie statistisch, wie viele Kinder müssen in einer Schulklasse oder in einer Kindergartengruppe tatsächlich auch irgendetwas mit Hochsensibilität zu tun haben? Und das war eigentlich auch so ein Erlebnis, als ich das gelesen habe damals, dachte ich, so viele kennen das, wie es mir geht, so viele wissen und verstehen, warum ich mit manchen Dingen ein Problem habe. Oh, cool, wir haben gehört, ne? Bindung. Ich fühlte mich auf einmal nicht mehr als Außenseiter, sondern wow, es gibt andere. Ich bin nicht alleine. Also 15-20% ist eine Menge. Wenn ihr mit Kindern zu tun habt, also mit Schulklassen, Kindergartengruppen, einfach sich das mal klar machen. Und das ist nicht immer sofort sichtbar. Das ist ja nichts wie jetzt flammend rote Haare, was man sofort sieht, sondern es entwickelt sich vielleicht auch erst, dass sie das erkennen, was dahinter steckt. Und deswegen will ich Ihnen auch heute ein paar Beispiele mitbringen, ein paar Merkmale und was so auch dahinter steckt, so ein bisschen die Entwicklung. Es gibt so drei Teile. Der erste Teil ist, dass die Wahrnehmung über die fünf Sinne erhöht wird. Die Sinne sind tatsächlich viel stärker wahrnehmungsfähig als bei den restlichen 80-85%. Wenn ich das so erzähle, dann nicken meistens auch so die, die es nicht haben. Ja, okay, aber was heißt das? Was bedeutet das eigentlich? Das lässt sich so vielleicht für jemanden, der es nicht hat, überhaupt nicht wirklich nachvollziehen. Was bedeutet das? Die Reize, denen wir ausgesetzt sind, sind ja alle gleich. Allerdings nehmen Hochsensible von diesen Reizen viel mehr bewusst wahr. Die landen im Bewusstsein. Das muss man sich nur einfach mal vielleicht ein bisschen vorstellen, auch viel detailreicher die Wahrnehmung, um ein bisschen so in die Beschreibung zu kommen. Einkaufen. Standard, ne? So. Ich habe einen Einkaufszettel, oder auch nicht, oder auch im Handy, oder wie auch immer. Ich gehe in den Laden, nehme mir den Wagen, packe die Sachen da rein, gehe zur Kasse, bezahle die. Alles gut, ne? Freue mich, oh, was Tolles gefunden oder alles erledigt. Zu Hause packe ich es aus, alles gut. Würde ich auch gern so machen können. Für mich ist Einkaufen eine große Herausforderung. Ich habe meinen Zettel und den brauche ich. Ich gehe in den Laden und ich sehe Farben,
unglaublich viele Farben. Ich sehe Gegenstände, kleine Gegenstände, große Gegenstände, die Plakate, die Schriften, die Aufforderungen, was zu kaufen, Angebote. Die Menschen, die da rumlaufen mit ihren Einkaufswagen, manchmal ohne, manchmal mit, dann manche zusammen, manche mit Kindern, alles wuselt da rum. Die Einkaufswagen stehen da, so viele Farben, so viele unterschiedliche Formen, unglaublich viel wahrzunehmen. Und ich sehe das alles, bewusst. So wie ihr mich jetzt seht, so sehe ich alles, was da ist. Gleichzeitig. Ich sehe die Menschen. Ich sehe Unterschiede. Aha, groß, klein, hat das an, hat die Schuhe an. Das sehe ich bewusst. Ich kann es abschalten inzwischen. Ich kann es. Menschen, die es nicht gelernt haben, sind allein nur vom Anschauen vielleicht schon überfordert. Aber da gibt es ja noch mehr, ne? Wir haben ja 5 Sinne. Hören. Habt ihr schon mal, ich lade euch mal ein, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, stellt euch mal in der Ecke, macht die Augen zu und lauscht mal, wie laut es in einem Einkaufsladen ist. Und das ist egal, wie groß der ist. So ein kleiner, netter Aldi, riesiger Rewe, oh, möglichst ne, solche hohen Decken auch noch. Hört ihr die Lüftung? Ständig. Sie ist laut, also für mich. Sie ist irre laut. Und dann bin ich im Einkaufsladen. Ich höre die Geräusche, die die Menschen machen. Die schnaufen, die lachen, die husten, die niesen, Kinder brüllen, Sachen knistern, ne, wenn sie die aus dem Regal nehmen, in den Einkaufswagen packen. Die Einkaufswagen, die sind laut, die geben Geräusche ab, wenn die da laufen. Leute, ne, die laufen, Gummisohlen. Ich weiß genau, wo er steht. Ich weiß genau, wo die Leute sind. Und dann diese vermaledeiten Musikeinlagen. Oder so ganz plötzlich einsetzende Ding-Dongs. Und ich so, oh, so. Oder irgendwelche, was weiß ich, Frau Meier, bitte zur Kasse, ne? So, oh, was mich richtig umhaut. Ich höre das alles auf der gleichen Ebene, wie ihr mir jetzt zuhört. Gleich, genauso bewusst. Das heißt, nur 2 Sinne, erstmal beschrieben. Und dann kommt noch der Sinn dazu, der bei mir noch stärker ist. Und das ist Riechen. Ich komme in den Laden rein und es geht auch nicht nur um unangenehme Gerüche, ne? Wenn ich so längere Weiterbildungen mache, dann erzähle ich das immer gerne am Anfang mal so ganz kurz nur. Leute, das hat nichts mit euch zu tun, wenn ich einfach mal rausgehe, wenn ich nichts mit euch unternehme, sondern ich sorge für mich. Und wenn ich dann so sage, ach so gerade nur so mit Riechen, wenn ich mich dann wieder hinsetze, so die Leute neben mir, ne? Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Auch angenehme Gerüche. Ich laufe durch einen Laden, kann jeder vielleicht verstehen, Fleisch einkaufen geht nicht. Ich komme da gar nicht hin an die Theke, weil ich da schon mir sowas von den Mund und die Nase zuhalten müsste. Ich kann es nicht. Gibt es bei uns auch nicht. Muss mein Mann kaufen, ja, oder gefroren oder was auch immer. Ich kann es nicht riechen. Käsetheke, ich liebe Käse, aber Käsetheke, oh, anstrengend, ne? So, kann jetzt vielleicht noch die meisten verstehen. Und dann kommt die Obst- und Gemüseabteilung. Und das riecht fast alles. Bananen, Tomaten, verschiedene Gemüsesorten, Zitrusfrüchte. Und das alles in der gleichen Intensität, als wenn jemand neben mir steht. So, und das sind nur die Sachen, die da sind. Wisst ihr eigentlich, dass Müsli riecht? Je nachdem, wie dick die Plastikbeutel ist. Müsli riecht. Und dann die Menschen, ne? Ja, bei manchen ist es schon, wo ich mir denke, da gehe ich jetzt mal weiter, komme ich gleich nochmal. Und bei manchen so, ja, riecht lecker. Aber halt, da riecht es lecker, da riecht es lecker, da riecht es lecker. Überall eigentlich. So. Und ich laufe dann da durch.
Und bis ich zu Hause bin, bin ich so fertig. Mein Kopf platzt. Ich habe Watte im Hirn. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mein Herz schlägt. Mein Blutdruck ist ganz weit oben. Ich bin im Stress. So im Stress nach Einkaufen. Normalem Einkaufen. Ein kleiner Zettel nur, ne? Dann muss ich mir da manchmal echt überlegen, gehe ich mehrfach in der Woche und dann halt nur wenig oder einmal und dann durch. Inzwischen habe ich meinen Zettel, meinen Einkaufswagen. Ich weiß, wo die Sachen stehen, wenn sie es dann nicht schon wieder umgeräumt haben. Ne? Ich weiß, wo die Sachen stehen. Ich nehme die, packe die in meinen Wagen und dann bin ich ganz schnell wieder raus. Da komme ich zu diesen sozialen Interaktionen. Eine Freundin dann, ey, ich habe dir zugewunken, ich habe gerufen, ich stand sogar neben dir. Hast du mich nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich mache mich zu, ich mache mich komplett zu. Ich kann es nicht mehr wahrnehmen, was um mich herum ist. Meine Familie weiß das, die wissen, die müssen mich ansprechen, also wirklich mich auch anfassen, damit ich sie wieder wahrnehme, wenn wir zusammen einkaufen sind, weil ich gelernt habe, das alles auszuschließen. Solche Aktionen wie hier mit so vielen Menschen ist eine Herausforderung für mich. Gerade auch in Weiterbildung. Ich möchte ja was aufnehmen, ich möchte was mitbekommen. Also muss ich mich öffnen. Und dann kriege ich natürlich alles mit. Mache ich mich aber zu, ja, dann kriege ich nichts mit. Auch blöd. Also muss ich da immer so hin und her schalten. Und das ist anstrengend. Und das ist das, wo dann Menschen, die damit nichts zu tun haben, die für das ganz normal ist, das manchmal gar nicht verstehen. Und vielleicht habt ihr jetzt so eine Idee, gerade die, die sich das noch nicht vorstellen konnten, wie anstrengend das ist. Denn da kommt nämlich noch was anderes dazu. Das Wahrnehmen bei anderen. Und das ist eigentlich auch das, was mich jetzt als Beraterin inzwischen wirklich freut, dass ich das kann. Ich gucke Menschen an, müsste jetzt keine Angst haben, ne? Also auch das kann ich abschalten. Ich gucke den Menschen an und weiß, wie es ihnen geht. Ich laufe dann durch so einen Einkaufsladen, früher, ne? Oh oh, die laufen zwar nebeneinander her, ne? Die beiden da, aber das kracht gewaltig gerade. Oder okay, schnell weiter, das Kind ist, da geht es gleich rund, ne? Sehe ich. Oder ach je, der arme Mensch, der ist aber traurig. Ach je. Und dann verknüpfe ich das auch und denke auch an die Leute. Ich konnte es gar nicht abschalten, lange Zeit nicht. Inzwischen, wie gesagt, geht es, ich nehme es gar nicht mehr auf. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, das ist lange her, bei einer Weiterbildung, ich saß so, wir hatten schon angefangen, erster Tag, ersten Momente, neben mir saß eine Frau und dann kommt ein Mann die Tür rein. Und ich wusste genau, die beiden hat es erwischt. Also haben die beiden nicht mal, ich habe mich dann tatsächlich mit der Frau auch befreundet, wir waren lange, oder sind befreundet, schon lange her. Und sie hat auch gesagt, nee, so im ersten Moment war es mir noch nicht klar. Ich habe das nur wahrgenommen, ich habe ihn nur kurz geguckt, okay, kommt zu spät, ne, so sie neben mir und ich wusste, jo, die beiden. In den Raum zu kommen, da sitzen 5 Leute und ich weiß genau, hey, da gab es doch gerade Knatsch, ne? Was ist notwendig, dass wir darüber reden? Arbeitskollegen zum Beispiel oder so. Ne? Genau zu wissen, wie es denen geht und das zu spüren. Ja, beim Einkaufen eben auch, bei Fremden. Was habe ich als Kind für Probleme in Familienfeiern gekriegt, ne? Bis ich gelernt habe, meine Klappe zu halten. Und nicht zu sagen, hey, wie lange seid ihr noch zusammen? Ne? So. War nicht gut. Also habe ich es dann irgendwann auch gelassen. Das ist das, wo es dann anfängt, die Sachen auch bewusst zu unterdrücken und es nicht mehr zuzulassen. Aus Angst, ja, Ärger zu kriegen, verletzt zu werden oder was auch immer. Und vielleicht noch so ein paar Beispiele von Kindern. Weil ja vielleicht auch viele von euch mit Kindern zu tun haben oder zumindest auch Familien zu euch kommen. Einfach so ein paar Erklärungen noch, gerade zu den anderen Sinnen. Das waren ja jetzt 3 Sinne, die ich so beschrieben habe. Und da gibt es ja noch so diesen Sinn der Wahrnehmung, der Körperwahrnehmung, also auf der Haut, das Spüren. Und da gibt es eben Kinder, auch Erwachsene, aber bei Kindern fällt es dann so auf, nö, mag ich nicht anziehen, ne?
die Strumpfhose, oh, die kratzt, oh, die juckt. Kann man ja noch verstehen. Und da an der Stelle nochmal sowas, alles, was ich so beschreibe, kann jeder Mensch haben. Auch du magst vielleicht so das ein oder andere Teil nicht. Aber bei Hochsensiblen ist es halt noch intensiver. Oder es gibt tatsächlich auch Kinder, beziehungsweise natürlich dann auch erwachsene Menschen, da es ja nicht weggeht. Für die ist so diese Naht vorne an den Strümpfen, ne, auf den Zehen, die Hölle. Und find mal Socken, die das nicht haben. Ist gar nicht so einfach. Oder wenn, geht gerade noch, aber Loch geht nicht, ne? Ich habe einige Jahre lang Lesepatin gemacht in einer Grundschule. Das heißt, da kommen Erwachsene hin, die treffen sich, das sind entweder war ich alleine oder manchmal 3, 4, 5 Erwachsene. Und dann kommen Leseanfänger mit einem kleinen netten Buch, setzen sich neben einen Erwachsenen und lesen dem Erwachsenen vor. Das ist dann so in Interaktion. Hat mir mega viel Spaß gemacht, habe ich gerne gemacht. So. Und dann ist es tatsächlich schon so gewesen, es gibt Kinder, die setzen sich hin, schlagen das Buch auf, fangen an zu lesen. So wie sie es halt können. Üben das. Sind auch voll in der Geschichte drin. Wenn ich dann so nachfrage, ne, was und war und können das beantworten, sind voll konzentriert. Und dann gibt es die anderen Kinder, die fangen an zu lesen, dann merke ich, sie stocken. Es liegt aber nicht daran, dass sie nicht weiterlesen können. Dann war ich dann halt sehr aufmerksam. Und dann ist mir aufgefallen, das Kind sitzt dann da und lauscht. Und wenn wir Pech hatten, waren wir dann zu fünft. Also 5 Erwachsene, 5 Kinder. Gleichzeitig, 5 Geschichten. Und dieses Kind sitzt da, kann sich auf die eigene Geschichte nicht konzentrieren, weil es vielleicht gerade vom Auditiven, also vom Hören, besonders gut war. Und dann tauchen in den anderen Geschichten Namen auf. Und dem Kind war es wirklich anzusehen, ratter, ratter, ratter. Hey, wieso? Hä? Nee. Sind ja dann 6 Jahre alt, ne? Erstklässler, 6 Jahre alt. Wieso Tim? Nee, Tim, nee. Ne? War so richtig anzusehen, wie es dann losgeht. Also wirklich alles zu hören, was bei den anderen stattfindet, aber eben auch alles zu sehen. Leider war das nämlich so ein Durchgangsbereich. Da liefen immer mal wieder Leute. Und ich habe dann einfach angefangen, ich habe dann mit der Lehrerin gesprochen oder das mal angesprochen und ich habe dann ausgemacht, ich würde mich gern woanders hinsetzen mit dem ein oder anderen Kind, was mir so aufgefallen ist. Wir setzen uns so hin, dass wir auf eine Wand gucken, dass wir nichts anderes sehen und möglichst weit weg sind von allen anderen. Und das Kind kann lesen. Es liest relativ flüssig. Es ist immer noch so das Gefühl, okay, wenn ich mit dem Rücken zu irgendetwas sitze, was ich nicht sehe, ist schon auch noch unangenehm. Also haben wir uns dann so hingesetzt, dass ich als Schutzschild für das Kind galt. Wunderbar, das Kind war entspannt. So weit, so gut. Dann gibt es aber so diese, die sitzen auf dem Stuhl, ne, so, ah, ne, wirken total unruhig. Ne, so diese Unruhestifter, die gar nicht ruhig sitzen können. Und wo ich dann manchmal tatsächlich frage, hey, wie geht's dir? Ist das mit deiner Hose alles in Ordnung? Guck mich so an. So, hm. Ja, ach, die ist neu. Mm. Okay, du ziehst mal deine Schuhe aus. Lass mal gucken. Hm. Loch im Socken. Kein Wunder. Unangenehm. Mag ich nicht. Und das eben in der gleichen Bewusstseinsebene wie das Buch, wie die Stimme, wie alles andere. Mit der gleichen Bewusstseinsebene alles wahrzunehmen, was am Körper gerade nicht passt. Und dann noch lesen üben, ne? So eine kleine Anekdote nebenbei. Die kam ja immer mit ihren Büchern aus dem, war extra so ein Fundus in jeder Klasse. Irgendwann dachte ich mir, so, den Anfang, die erste Hälfte von dem einen Buch, das kenne ich jetzt auswendig, ne? Aber x-mal. Und habe ich irgendwann angefangen, wir fangen jetzt in der Mitte an, damit ich mal weiß, wie die Geschichte ausgeht. Ne? So mitten im. Brauche ich. Ich muss jetzt wissen, wie die Geschichte ausgeht. Dann gibt es eben diese Kinder, die dann da sitzen und permanent irgendetwas in der Hand haben. Gibt es auch Erwachsene. Ist bei mir auch so.
Also egal wo, ich brauche etwas in der Hand. Ich muss etwas spüren. Die Kinder, die was haben, die zum Beispiel anfangen, dann den Stift zu rollen, haben wir gestern ja auch gesehen, dieses Rhythmische. Oder die was in der Hand haben, hin und her bewegen, irgendwas an der Kleidung, immer wieder anfassen. Wo Erwachsene gerne mal dazu neigen und sagen, leg mal das Ding weg, ne? Konzentrier dich mal. Aber es ist notwendig, genau das, notwendig, sich konzentrieren zu können. Innerlich so viel durcheinander zu haben, komme ich nachher noch drauf. So viel loszuhaben, dass es wirklich wie ein Anker ist, irgendetwas in der Hand zu haben. Berührungen. U-Bahn fahren. Ne? Gucken, hören, riechen und dann noch Berührungen, wenn viel los ist. Oh. Anstrengend. Kinder, zum Beispiel. Ein Kind sitzt im Klassenraum, kann auch im Kindergarten sein, im Raum, sitzt da und macht nichts. Sitzt nur da und guckt. Meistens, gestern haben wir ja schon gesehen, es gibt viele Pädagogen, die machen das nicht mehr, aber meistens kommt dann irgendetwas her, komm, ne? Willst du nicht mal was spielen und so weiter. Nee, ich muss erst mal wahrnehmen. Den Hintergrund dazu kommt dann später noch. Dieses Erfassen von Stimmungen, auch in Gruppen, das ist wie ein sechster Sinn. Diese Wahrnehmung, da kommen Kinder zur Erzieherin und sagen, du musst mal darüber gehen, die kloppen sich gleich. Und die Erzieherin, nö, sieht nicht so aus, zack, los geht's. Als ich meinen Mann kennenlernte und ich zu ihm gesagt habe, du, dein Handy irgendwo im Haus klingelt, ich höre nichts. Heute, wenn ich sage, Telefon, ja, ich gehe. Ich höre es nicht, aber ich gehe. Und wenn ich auch nur so mache, ne? Was ist los? Ist irgendwas. Sechster Sinn. Manchmal wird es so unterstellt, ne? So dieses, hey, woher weißt du das, dass das und das passieren wird? Keine Ahnung, ich weiß es. Und dann können wir mal so ein bisschen über die Probleme sprechen. Diese geringe Reizschwelle. Kindergeburtstag. Oh, einkaufen, ne? Habe ich ja schon erzählt. Party. Es gibt Menschen, die gehen auf Partys, die finden es großartig. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Für mich, Kino, schlimm. Ja, und dann gibt es vielleicht tatsächlich eine Familie. Übrigens ist, ne, mit der Vererbung, das überspringt vielleicht auch mal eine Generation. Oder bei den Erwachsenen ist es nicht so ausgeprägt. Und das ist Kindergeburtstag. Kind kommt. Was kommt von den Erwachsenen? Komm, ist nicht schlimm. Geh doch mal hin. Geh doch mal spielen. Mach doch da mal mit. Und das Kind denkt sich nur, ich muss erstmal das alles verarbeiten, was ich jetzt hier gerade wahrnehme. Es kann nicht mitmachen. Also diese geringe Reizschwelle, was aber bedeutet, also nicht bedeutet, dass der Mensch dann empfindlicher ist. Denn wenn ich jetzt dich irgendwo auf den Stuhl setze, du kriegst ein iPad vor die Nase, da läuft ein ganz schneller Film in zweifacher Geschwindigkeit, ich setze dir Kopfhörer auf dem einen hörst du Heavy Metal, auf dem anderen ein, ja, auch in zweifacher Geschwindigkeit vielleicht ein Hörbuch, was aber nicht zu dem Film passt. Und dann vielleicht noch was Angenehmes, dass dir jemand den Rücken massiert, ein anderer vielleicht noch die Füße massiert, dann wirst du irgendwann auch sagen, oh, ist zu viel, kann nicht mehr. Also Hochsensible sind nicht empfindlicher. Sie sind genauso empfindlich wie alle anderen. Sie kriegen halt nur einfach mehr, ne? Mehr von allem. Und die schnelle Ablenkbarkeit. Könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, ne? So. Ganz viel wahrnehmen, viel sehen, viel hören, viel riechen. Ich kann mich dann gar nicht auf zum Beispiel das Buch konzentrieren oder auf irgendetwas, was ich gerade machen möchte. Kinder, Hausaufgaben. Und da gibt es Kinder, die machen intuitiv auf das Richtige. Sie schalten zum Beispiel Musik ein, um Hausaufgaben machen zu können. Oder ein Hörspiel, was sie kennen. Was macht der Erwachsene?
Du sollst dich auf deine Hausaufgaben konzentrieren, mach diese Musik aus, das geht gar nicht, man kann mit Musik nicht Hausaufgaben machen. Was ist die Alternative? Dieses Kind sitzt da, soll Hausaufgaben machen. Okay. Eltern sind nett, haben ihrem Sprössling erlaubt oder die Möglichkeit gegeben, damit es ein schönes, natürliches Licht ist, vom Fenster Schreibtisch. Kind sitzt also da, guckt raus. Wow, was ist da los, ne? Ah, die Nachbarin geht mit dem Hund. Oh, ist der süß. Oh, ich würde da auch gerne mal mit dem mal Gassi gehen, ne? Oh, die bauen Vögel, die bauen ein Nest. Hey, cool, super, ne? Also ist echt was los. Dann kommt jetzt auch das Wichtige. Waschmaschine läuft. Mama wäscht. Ob die meine Sporthose mitgewaschen habe, die brauche ich morgen, ne? Oh, der Kühlschrank springt an. Ich habe Hunger. Ich will was zu essen. Boah, die streiten sich schon wieder da oben. Boah, müssen die immer so laut sein, wenn die sich streiten? Oh, mein kleiner Bruder, der quengelt. Mama hört das nicht. Wieso geht die da nicht hin? Jetzt musste er erst brüllen, bevor die da hingeht. Oh, jetzt legt er los. Das heißt, dieses Kind sitzt da und nimmt unglaublich viele verschiedene Geräusche wahr. Aus unterschiedlichen Richtungen. Und wenn es Musik anhat, übertönt diese Musik vielleicht im Großen und Ganzen diese einzelnen, wie auch immer gearteten Geräusche. Also eine wunderbare Strategie. Aber es darf es nicht. Es darf, es wird ausgemacht. Die Aufnahmekapazität ist damit natürlich ganz schnell erreicht und das sorgt für Stresssymptome, für Unruhe. Wir haben ja schon viel gehört, gestern und heute, was das so ausmacht. Ne? Blutdruck steigt, Atemfrequenz und so weiter. Das heißt, diese Kinder, Menschen stehen oft unter heftigem Stress. Und es lässt sich auch nicht irgendwie einfach abschalten, sondern es ist ja da. Abgestempelt zu werden, eben als total überempfindlich, als, ey, stell dich doch mal nicht so an, hey, das ist doch nicht schlimm, hey, es ist nicht laut im Kino. Doch, ist es. Und es ist laut auf Kindergeburtstagen. Und es ist noch so, das kann noch so schön in meiner Vorstellung sein. Und es kann auch noch so schön sein, wenn ich wirklich mal drin bin. Das sind auch die Kinder, die übrigens morgens im Kindergarten gerne als erstes da sind. Später kommen. Und es ist laut. Es ist wuselig. Geht gar nicht. Gleich gehen. Morgens hinkommen. Und es baut sich so Stück für Stück auf. Alles, diese ganzen einzelnen Eindrücke können verarbeitet werden. Das geht. Aber dieses dann abgestempelt zu werden, hey, du bist viel zu empfindlich, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen, ist nicht schlimm. Doch, ist es. Es ist unangenehm. Und dieses Gefühl, falsch zu sein, Alien, ne? Ein Alien zu sein. Überhaupt nicht zu wissen, dass es anderen Menschen auch so geht. Das ist ein furchtbares Gefühl. Ein Gefühl, so ein Außenseiter zu sein und sowas dann erleben zu müssen, nur weil die Erwachsenen nichts darüber wissen, dass es sowas gibt und wie sich das anfühlt. Das finde ich schade. Und deswegen, ja, erzähle ich gerne auch ganz viel davon und auch von mir, wie sich das anfühlt. Ich möchte euch das gerne mal so ein bisschen mitgeben, wie sich das so entwickelt. Unvorstellbar viele Reize nehmen wir jetzt in jeder Sekunde wahr. Nicht nur das, was ihr jetzt so seht, mich, den Hintergrund, was ihr so hört, Lüftung, ne? Sondern auch zum Beispiel Luftdruck, Temperatur, Luftzug. Gestern, ne? Geht's hier rund. Oder gestern, als der Vogel da lang geflogen ist. So, also dieses, alles wirklich immer, oder ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, so kleine Metallteile, wie auch immer, kamen hier runter. Sowas wirklich wahrzunehmen. Ganz viele Dinge, zum Beispiel Magnetismus, Mikrowellen, also ich sage jetzt nicht, dass ich die spüre, ne? Das meine ich jetzt damit nicht, aber es sind alles Informationen, die wir aufnehmen. Und wir filtern das schon mal von Anfang an über die 5 Sinne. Das heißt, über unsere 5 Sinne nehmen wir Reize auf. Das sind ein Filter.
Und daraus entstehen dann, kommt dann in unser System eine bestimmte begrenzte Anzahl von Reizen an. Dann gibt es weitere Filter, die dafür sorgen, dass die Reize noch ausgefiltert werden und es gibt eine bestimmte Anzahl an Reizen, die im Bewusstsein landen. Das kannst du ein Stück weit steuern, indem du dich etwas konzentrierst, aber nicht ganz, sondern du kriegst immer noch einiges mit. Du weißt zum Beispiel, wo und wie im Raum du gerade sitzt oder auch liegst oder stehst. Bei den Hochsensiblen, die haben ja genau die gleiche Menge an Reizen. Das sind genau die gleichen. Ich bin ja im gleichen, bin ja kein Alien mehr, ne? Ich bin ja ein Mensch. Bin also in dem gleichen Kosmos wie er auch. Meine Filter sind aber viel löchriger, größer. Die Filter eines hochsensiblen Menschen sind viel größer, sodass viel mehr Reize schon mal im System landen. Und dann sieht es halt einfach so aus. Um das mal so als Bild sich wirklich vorzustellen. So sieht es dann aus, viel mehr da los. Das ist aber ja nur ein Teil davon. Dann gibt es ja noch die Reizverarbeitung. Das heißt, die sind ja einfach irgendwo da, die Informationen. Und ganz viele, nicht 100% alle, aber ganz viele Hochsensible erstmal wahrnehmen, gucken, einschätzen, drüber nachdenken und jetzt nicht bewusst, sondern schon so ganz automatisch und dann handeln. Ich erzähle nachher noch was über die beiden Systeme. Und eine schnelle Verknüpfung mit Bekanntem. Dieses Mädchen, ich finde dieses Bild so schön, weil es das genau ausdrückt. Nehmen wir einfach mal an, dieses Mädchen ist das allererste Mal am Meer. Hat das noch nie gesehen. Freut sich vielleicht auch schon, hey, Urlaub mit Mama und Papa. Und die erzählen, ne, das ist toll und das ist Meer und es ist Sommer und Fee, also ja, Ferien, ne, Urlaub. Und dieses Mädchen kommt dahin und denkt sich, oh, so viel zu sehen, so viel zu hören. Es ist so anders. Und wenn Mama dann zum Beispiel sagt, hey, das ist wie im Schwimmbad, ne, oder in der Badewanne, ist einfach Wasser, können wir jetzt dann schwimmen gehen? Und das Kind denkt sich, nee, im Leben nicht. Das ist nicht wie im Schwimmbad. Das ist ganz was anderes. Das riecht hier so anders. Das hört sich ganz anders an. Das ist anders. Es ist vielleicht sogar herausfordernd. Und es ist gefährlich. Ich kenne es nicht. Es ist nicht gleich für mich. Ich verknüpfe es aber vielleicht, sagt dieses Mädchen, wir waren in einem Wellenbad. Ah, genau. Es ist nicht wie in dem normalen Schwimmbad, wo wir waren, aber wir waren vor einiger Zeit in einem Wellenbad, wo das Wasser auch so hin und her. Ja, okay, damit kann ich mich jetzt schon mal anfreunden. Und das, was diese hochsensiblen Kinder, ne, wie dieses Mädchen brauchen, sind Erwachsene, die da nicht sagen, hey, los, komm, wir springen rein und es ist toll und es macht Spaß und komm mit, sondern die sagen, ah, okay, du möchtest gerne erst mal gucken. Gut, setz dich hin, schau zu, schau dich um. Wann immer du möchtest, ich gehe mit dir ins Wasser. Und das vielleicht auch vorsichtig und das ausprobieren. Und nochmal, natürlich sind es Verhaltensweisen, die Kinder mit normaler, ne, die so hier in dem Bereich sind, mit normaler Wahrnehmung auch haben können. Bei Hochsensiblen ist es aber halt verstärkt. Sie haben in dem Moment, oder die Hochsensiblen haben ein Gefühl von Stimmigkeit. Das passt zusammen. Von Ästhetik. Das Bild hängt schief. An der Stelle fällt mir immer L'Oreal ein, ne? Kennt ihr den Sketch? L'Oreal, das Bild hängt schief und er hält es nicht aus. Und das ist nämlich der große Unterschied. Wahrscheinlich werden viele sehen, gerade wenn es mega schief hängt, ja, es hängt schief, ja, okay. Aber dann da zu sitzen und sich zu denken, ja, aber das muss gerade sein. Ne? Und er geht ja dann dahin und in seinem Versuch, das gerade zu hängen, legt er das ganze Zimmer in Schutt und Asche, also zumindest in Schutt. Also dieses Gefühl auch, es muss so sein, das einschätzen zu können, um etwas, das hängt gerade, auch Millimeter. Das habe ich meinem Vater früher verrückt gemacht,
beim Tapezieren, beim Bilderaufhängen, das hängt nicht gerade. Ich habe das gesehen, ich muss das nicht ausmessen, ich sehe es. Das ist manchmal blöd, wenn ich in Arztpraxen sitze und denke, guckst jetzt besser nicht hin, ne? Ist unangenehm, ist so. Auch ein Gefühl von passt zusammen, wenn Mama Kleidung rauslegt und Kind sagt, zieh ich nicht an. Dann kann es daran liegen, an mag ich nicht oder das sind zwei Blautöne, die nicht zusammenpassen. Passt nicht. Und dadurch, dass innerlich so viel durcheinander vielleicht ist, brauchen die eine äußere Ordnung. Und ihr erinnert euch an gestern, ne? Diese äußere Ordnung. Und manchmal wird dann so gefragt, okay, ist dann Hochsensibilität, Asperger und so? Nee, ist schon anders. Denn gerade Hochsensible, die meisten, nicht alle, aber die meisten, können sehr wohl zum Beispiel Gefühle des anderen wahrnehmen und können auch eigene Gefühle ausdrücken. Also schon ein Unterschied. Aber genau dieser Aspekt, ich brauche eine äußere Ordnung, meine Ordnung, nicht die von anderen, meine Ordnung, damit meine innere Durcheinander, das Chaos in mir, mich nicht umschmeißt. Auch ein Gefühl von Gerechtigkeit. Es muss alles gerecht zugehen. Verstärkt. Ich muss als Kind dafür sorgen, das machen viele Kinder, dass es mir gut geht. Aber ich muss auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Und das sorgt natürlich schon dann durchaus für Schwierigkeiten. Es sind die Kinder, die für andere Kinder aufstehen, die Ärger in Kauf nehmen. Und ich finde es großartig. Und die müssen das machen. Und dann kann man das auch irgendwie gar nicht, selbst wenn es Erwachsene versuchen, gar nicht abgewöhnen. Die müssen das machen. Es ist ungerecht. Also stehe ich auf und sage das. So viel, was wir uns wünschen. Und diese hohe Empathiefähigkeit, diese Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Einfühlungsvermögen ist ja das deutsche Wort dafür. Diese Fähigkeit, wahrzunehmen, wie geht es einem anderen. Da brauche ich eigentlich zwei Punkte. Das eine ist tatsächlich Veränderungen wahrnehmen. Kleine Veränderungen in den Pupillen, im Gesichtsausdruck, in der Haltung, in der Atmung. Und das kann man lernen, definitiv. Und es gibt einfach Menschen, gerade auch Kinder, wo es dann besonders auffällt, weil die ja so ehrlich sind. Ne? So, hast du geweint? Nein, habe ich nicht. Klar, sehen die das. Also ich muss es sehen, ich muss solche Dinge sehen. Aber eben auch die Fähigkeit, sich in einen anderen hineinzuversetzen, so dessen Mokassins anzuziehen, wie es so schön heißt. Also in der Lage zu sein, aus seiner Perspektive Dinge zu erkennen. Und das ist das, wo ich jetzt, heute, so seit 10 Jahren, nein, seit 20 Jahren eigentlich schon, sehr froh bin, dass ich das gut kann, weil es mir gerade auch in den Familienberatungen werde ich oft dann gefragt, was kann ich denn jetzt tun? Und meine erste Antwort ist, lassen Sie uns mal gucken, wie diese Situation, die Sie mir geschildert haben, vermutlich aus Sicht Ihres Kindes stattfindet. Und ich schlüpfe in das Kind und beschreibe, wie diese Situation aus Sicht des Kindes stattgefunden hat. Und für viele Eltern ist das schon mal so, echt? Wow, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das so auf das Kind wirkt. Ich sage dann immer dazu, das ist meine Vermutung. Und die Leute sagen dann oft, doch, passt. Oder wenn Kinder da sind, ich weiß noch, da saß mal so ein Junge, sie dürfen ja was sagen, müssen aber nicht. Und ich weiß noch, er saß da, war Grundschüler, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Und das war eben so die Konstellation, ich sitze hier, die Eltern mir gegenüber und links von mir saß der Junge. Und ich weiß noch, ich habe das dann so beschrieben, wie es aus meiner Sicht wäre, wie es mir gehen würde. Und ich merkte, der Junge guckte mich an und sowohl die Augen als auch der Mund wurde immer größer. Ich war fertig, hörte auf zu reden, ne, er saß ja so, guckte. Guckte seine Mama, also seine Eltern an und nickte nur. So, siehst du? Hast du gehört, ne? So ist es.
Also wirklich diese Bestätigung, genau so ist es. Und das erlebe ich dann eben auch. Die Kinder werden auf einmal entspannt, weil sie das Gefühl haben, da spricht das mal jemand aus. Gerade auch, wenn ich über Hochsensibilität spreche und so ein bisschen beschreibe. Ah, du hast es auch? Kam dann schon durchaus mal. Ich so, ja, kann ich total gut verstehen. So und so ist das. Ne? Und wenn du da und da, dann fühlt sich das so, ja, aha. Das heißt, es gibt noch andere? Ja, habe ich gesagt, meine Tochter zum Beispiel. Ich muss dann einmal so herhalten, weil altersmäßig natürlich viel näher. Ach, die auch? Ich sagte, ja. Echt, es gibt noch andere Kinder? Und ich sagte, ja. Und je nach Alter und Mathefähigkeiten, ne, komme ich dann mit meinen 15-20%. Wenn ich dann sage, so 30 Kinder, Mathe-Genies voraus, sind so 4,5 bis 6 Leute, ne? 4,5, hahaha, geht ja gar nicht, ne? Dann freuen die sich erstmal über die 4,5. Aber dann, echt so viele? Ja, so viele. Hey, fühlt sich gut an. Und diese Fähigkeit, mich in andere hineinversetzen zu können, ist eigentlich das, was es mir in der Beratung einfach macht, das wahrzunehmen. Manchmal ist es aber auch anstrengend, durchaus. Ne? Wenn ich dann eher so therapeutische Gespräche mache und mir Menschen dann erzählen von irgendwelchen Traumata, ja, da muss ich schon an mir arbeiten, dass ich bei mir bleibe. Das ist also auch eine Fähigkeit, deswegen habe ich mir das auch angeeignet, das auch einsetzen zu können, wann immer ich das möchte. Und nicht mehr so wie früher, bam, zack, ich bin jemand anders. Nein. Ich kann es so sein. Also diese hohe Empathiefähigkeit. Nicht alle, man nennt sie Empathen, die es können, falls euch der Begriff mal begegnet. Nicht allen, bei allen ist es so, aber bei eben sehr vielen. Reiches Innenleben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, da ist so viel Chaos, da ist so viel los. Und unglaublich viel Fantasie. Die Fähigkeit, wirklich Realitäten aufzubauen. Ich habe immer gedacht, das ist ganz normal. Und natürlich können das Kinder und gerade kleine Kinder, ich sage mal Kindergartenkinder, noch mehr als jetzt andere. Aber denen ist es noch mal ein Stückchen mehr. Die verlieren sich auch in den Geschichten. Die Kuscheltiere, die haben ein Eigenleben. Die haben jeder einen Charakter. Die können unglaublich viele fantasievolle Geschichten erzählen. Und das ist ja toll, ne? So wie hier, wo das ganz deutlich ist, dass dieses Kind jetzt gerade in einer Fantasie drin ist. Aber wie ist das, wenn ein Kind nach Hause kommt und da eben so erzählt, Geschichten erzählt, aus dem Kindergarten und aus der Schule. Und du als Mama, als Papa gar nicht weißt, ist das jetzt real oder nicht. Und dass man nachfragen muss, weil du weißt, dass dein Kind unglaublich viel Fantasie hat, Dinge in der Lage ist, miteinander zu verknüpfen. Plus Fantasie, nur mal so als Beispiel. Ein Kind, nimm ein Kindergartenkind, im Kindergarten wurde besprochen, was ist eigentlich so das mit dem Martinshorn und den Krankenwagen und ne, Rettungen und so weiter. Okay, da gibt es Krankenwagen, Herr Martinshorn, Blaulicht, und die bringen verletzte oder kranke Menschen ins Krankenhaus, damit die dort versorgt werden. Okay, Kind nimmt es so auf. Wird sowas von bearbeitet, diese Informationen. Ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate später, hört dieses Kind, was es nicht hören sollte, nämlich Oma ist krank. Aber Kind hört natürlich viel, ne? Sehr differenziert und hört es auch, wenn die Eltern flüstern. Manchmal ist es ja so, dass die Eltern versuchen, Kinder zu schützen, indem sie Dinge nicht aussprechen, sondern es für sich behalten. Kind kriegt es also mit, Oma ist krank. Okay. Und wieder nur ein paar Tage oder Wochen später ist dieses Kind auf der Straße und sieht einen Krankenwagen und hört das Martinshorn und bricht total zusammen, weint, schreit, lässt sich kaum beruhigen. Warum? Weil es all diese Informationen, auch wenn die noch so lange her sind, miteinander verknüpft und die Fantasie anspringt. In dem Wagen liegt Oma, die ist todkrank. Und die bringen die jetzt ins Krankenhaus und ich sehe die nie wieder. Weil vielleicht vor langer Zeit irgendjemand mal im Krankenhaus gestorben ist. Das hat sie vielleicht irgendwo auch mal aufgeschnappt. Das wird zusammengebracht und dann kommt diese Fantasie mit allem dazu.
ein Kind hört im Kindergarten, ja, wir haben in Deutschland Luchse. Sind noch, zum Beispiel, ich wohne ja so ein bisschen so am Rand vom Harz, aber in anderen freien, großen freien Bereichen gibt es also noch Luchse. Okay, Kind sitzt im Wohnzimmer und da draußen ein Schatten. Es ist dunkel und da draußen ist ein Schatten. Das ist ein Luchs, der kommt jetzt rein. Der springt jetzt durchs Fenster und der kommt jetzt rein. Diese Verknüpfung, diese Wahrnehmung überhaupt, diesen Schatten zu sehen und die Verknüpfung mit all dem, das heißt so viel Fantasie dahinter, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, ist das jetzt real, was das Kind erzählt oder nicht. Und nochmal, das ist nicht steuerbar für die Kinder, das ist da und das ist wirklich, das fühlt sich auch echt an, wenn man diese Kinder an den Lügendetektor anschließen könnte, wenn das denn ginge, wäre real, also es wäre nicht gelogen. Genau, ständiges Verknüpfen von Erlebnissen. Ständig irgendetwas verknüpfen können. Und zwar mehr, als es eigentlich für das Alter angebracht ist. Eine hohe Eigenreflexion, gut, das haben natürlich Kindergartenkinder noch nicht, aber gerade Erwachsene, eine hohe Reflexionsfähigkeit durch dieses permanente Austauschen mit anderen, diese Rückmeldungen, permanent sich zu hinterfragen. Okay, ne, ihr kennt vielleicht auch Paul Watzlawick, ne, diese Anleitung zum Unglücklichsein, die Hammergeschichte, also ich fasse es mal kurz zusammen, der will von seinem Nachbarn einen Hammer haben, weil er ein Bild an die Wand nageln will und der hat mich geschnitten, ne? Der hat mich nicht gegrüßt neulich im Treppenhaus und da noch was und da noch was und da noch was gesehen, ne? Geht dann rüber zu seinem Nachbarn und sagt, behalt deinen Hammer, ich brauche den nicht. Also dieses Verknüpfen von Wahrnehmungen mit den Empfindungen, mit dem Erleben und dann irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Ständig reflektieren. Ist das jetzt richtig? Ist das gut? Machen andere auch. Bei Hochsensiblen oft viel mehr. Und eine hohe Kreativität. Ganz viel, ne, so wie das Mädchen, sich Dinge einfach auszudenken, denken, wow. Aber jetzt nicht nur solche Dinge, die vielleicht in den Rahmen der ich sag mal, Kreativität im Sinne von Basteln gehört, sondern auch Lösungsfindung. Meine Tochter ist großartig im Lösungsfinden. Egal was, also zwischenmenschlich, ne, wenn irgendwas ist. Die wurde schon des Öfteren von ihren Mitschülern gefragt, hey, du weißt doch mal so tolle Lösung, wir haben den und den Konflikt, hast du eine Idee? Und hat sie eigentlich so gut wie immer. Irgendetwas beisteuern können. Das heißt, da ist immer was los. Und wie gesagt, ich dachte, ne, als ich noch Alien war, immer, das ist bei allen so. Bis ich dann irgendwann feststellte, nee, ist es nicht. Es gibt Menschen, da ist es auch mal Ruhe. Wow, kann ich überhaupt nicht vorstellen. Da ist Ruhe. Also ich brauche relativ lange, bis ich wirklich in Meditation ganz ruhig werde. Weil da immer irgendwas ist. Das sind zum Beispiel auch die Kinder, die schlecht einschlafen. Das sind die, die legen sich hin, die wollen auch schlafen. Die legen sich hin und dann wird es ruhig. Und dann kommt das hoch. Okay, dann wird das bearbeitet. Dann kommt das nächste hoch. Die dann auch sich so weigern, ins Bett zu gehen, weil sie genau dieses nicht wollen. Dass es jetzt ruhig wird, aus, im Außen. Und dafür wird es im Inneren laut. Und alles kommt hoch. Denn nicht alle Hochsensiblen sind ganz ruhig und entspannt und achten die ganze Zeit, sondern es gibt auch Hochsensible, die sind richtig laut, richtig da, richtig präsent. Komme ich gleich noch drauf. Denn wir haben zwei Systeme in uns. Das eine System ist das Achtsamkeitssystem. Das heißt, da gucke ich permanent, droht mir Gefahr. Haben wir ja schon einiges gehört gestern und heute. Droht mir Gefahr. Nehme ich wahr. Und das ist natürlich ein Schutzmechanismus. Ich nehme wahr, gucke, schätze ab. Kindergeburtstag, ne, wie ich vorhin schon sagte, Kind freut sich. Hey ja, bester Kumpel. Super, ich freue mich. Kommt dann dahin. Und dann wird das mal geguckt. Übrigens bei Erwachsenen in neuen Situationen auch. Kenne ich durchaus. Muss das mal gucken. Okay, Kind steht da. Ah, die beiden da hinten, nee,
Die sind auch da. Nee, die mag ich nicht, ne? Der hat mich geschubst. Nee, da gehe ich nicht hin. Der schubst mich bestimmt wieder. Oh, okay, da gibt's Kuchen. Okay. Nee, offensichtlich nicht. Nee, da will ich auch nicht hin. Die Mama guckt gerade so böse, ne? Da gehe ich nicht hin. Oder, okay, da drüben ist eine Ecke, da könnte ich jetzt mal gucken. Und in dem Moment, gerade wenn das Kind klein ist, Mama steht daneben, Herr, guck mal, da ist das Geburtstagskind, geh doch mal hin und mach doch mal mit. Und das Kind denkt sich, nee, ich muss erst mal gucken. Und das ist bei den Hochsensiblen so gut wie immer erhöht, dieses System. Gucken, wahrnehmen, beachten. Und dann komme ich ins Handeln und das ist das Aktivierungssystem. Das heißt, dieses System, das dafür sorgt, dass ich ins Handeln komme, dass ich aktiv werde. Und das kann bei Hochsensiblen genauso sein wie bei allen anderen. Es kann tatsächlich viel geringer sein. Das sind die, die eine Weile brauchen, wo das Mädchen vielleicht, wenn es das erste Mal am Meer ist, tatsächlich einen ganzen Tag oder einen ganzen Nachmittag braucht, bis es auch nur in die Nähe des Wassers geht, sich dahin traut. Oder es kann erhöht sein, dieses System. Und das sind die sogenannten extrovertierten Hochsensiblen. Und die haben es manchmal sogar noch schwerer, gerade als Kinder. So Jungs, ne, so, denen man ja immer noch so ein bisschen zugesteht, ja, sie sind noch ein bisschen wilder vielleicht. Und da gibt es eben zum Beispiel, hatte ich auch durchaus Eltern schon vor mir sitzen, die mir wirklich ein Kind beschreiben, wo ich denke, wow, da müssen wir auf jeden Fall über Hochsensibilität sprechen. Und wenn ich das dann so anspreche, haben sie davon schon mal was gehört? Nee, kann gar nicht sein. Der ist immer laut, brüllt die ganze Zeit. Er ist ja nicht leise, sondern brüllt die ganze Zeit. Ist laut, ist aggressiv, ist da, ja. Zum einen, wenn ich selber brülle, höre ich nichts anderes, höre ich die anderen nicht, sehe ich die nicht. Ich bin so voll in einem Gefühl drin und nehme die anderen nicht so wahr. Oder ich habe eben einfach auch die Veranlagung, in die Extroversion zu gehen, das heißt nach draußen zu gehen. Ich bin aktiver als andere, ich bin da, so bam, hier bin ich. Und denen wird dann nicht zugestanden, hochsensibel zu sein, Auszeiten zu brauchen. Und deswegen haben es die manchmal sogar noch schwerer, weil es ihnen nicht erlaubt wird, dann für sich zu sorgen. Was brauchen Kinder und Erwachsene, damit es ihnen wirklich gut geht, wenn sie eben hochsensibel sind? Zum einen wirklich Zeit für die Verarbeitung. Mehrere kurze Pausen sind sehr sinnvoll. Dass also auch Kindern in Kindergärten, in Schulen zugestanden wird, dass sie zum Beispiel den Raum verlassen. Ich arbeite auch mit Kindergärten zusammen, auch in Supervisionen oder Weiterbildungen. Und ich weiß, dass in etlichen Einrichtungen, mit denen ich gearbeitet habe, es inzwischen Ruheinseln gibt. Ruheinseln, die wirklich so eingerichtet sind, dass ein Kind sich entscheidet, dahin zu gehen und dann darf es da alleine sein. Es darf so eine Art Ampelschaltung sagen, hier, ich bin da jetzt drin und da darf niemand dazukommen. Meistens geht es dann darum, dass eine Erzieherin oder Erzieher dann eben nochmal hingeht und sagt, brauchst du noch was? Und wenn das Kind dann sagt, nein, mir geht's gut, will hier alleine sein, dann darf dieses Kind alleine dort sein. Da ist auch nichts weiter in dem Raum drin, nicht alles voller Spielzeug, es darf auch nichts mitgenommen werden, sondern dieses Kind ist da und darf runterfahren, darf verarbeiten, wann immer es braucht und solange es das braucht. Und die anderen achten da auch drauf. Es gibt durchaus Einrichtungen, hat mir dann eine Erzieherin erzählt, dann, wenn das ein anderes Kind sieht, das stellt sich dann einfach dahin wie so ein Wächter. Ne? Und dann kommt eben ein drittes Kind und will da rein und sagt, nee, du nicht, du musst warten. Da ist jemand drin. Die helfen sich dann auch gegenseitig. Und diese Kinder können dann, sind viel ruhiger, viel entspannter, weil sie auch für sich sorgen dürfen und weil sie wissen, ich bin okay. Ich darf so sein, wie ich bin. Also sie dürfen Pause machen. Sie dürfen oder sie sollten Techniken lernen zum Abschalten. Das kann man üben. Und je früher Kinder das lernen, umso selbstverständlicher wird es
Und umso einfacher haben sie es dann im Alltag. Abschalten können, wirklich sich rausziehen können und gar nicht mehr so viel wahrnehmen. Das ist Übungssache, da gibt es also verschiedenste Techniken. Für Erwachsene auch sehr sinnvoll. Ich bin froh, das gelernt zu haben, als Mensch, damit ich nicht mehr Alien sein muss. Und Erlaubnis, Hilfsmittel zu nutzen. Kopfhörer, wie dieses Mädchen. Auch in Schulen zum Beispiel, während irgendwelcher Tests. Das war für mich schlimm. Und für viele andere Hochsensible auch. Die sitzen dann da und eigentlich sollen ja alle still sein. Und wenn man dann mal so rumfragt, würden fast alle sagen, ja, ja, war alles ruhig, ne? Kein Geflüster, kein gar nichts. Das ist nicht still. Das ist nicht still. Da wird gehustet, da wird ein Stuhl geschoben, da wird ein Stift abgelegt, da wird umgeblättert, da wird vielleicht genießt, da wird geschnauft, da wird so gesagt, was auch immer. Es gibt Geräusche, es gibt Bewegung, dann läuft dieser Lehrer auch noch rum. Ne? Hilfsmittel nutzen heißt zum Beispiel, Kopfhörer aufsetzen dürfen. Es gibt so Noise-Canceling-Kopfhörer. Und ich weiß, dass es auch in einigen Einrichtungen, sowohl Kindergärten als vor allem auch bei Schulen, gerade für Tests, die zumindest erlaubt werden, dass die Kinder die selber mitbringen oder sie auch als für die ganze Klasse zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Kinder setzen die auf und auf einmal geht's. Auf einmal ist Mathe möglich, ne? Oder bei dem einen war es ganz krass, ein Mädchen, sehr reizoffen und die hatte dann so eine Wand bekommen. Gar nicht so sehr, dass sie nicht abschreibt, das hätte sie trotzdem gekonnt, ne? Aber dass sie nichts anderes mehr sieht. Oder dass es möglich ist, dass die Kinder den Tisch einfach umbauen, um nur an die Wand zu gucken. Also Hilfsmittel auch nutzen dürfen. Und wenn schon keine Kopfhörer gibt, dass sie sich zum Beispiel irgendwelche Ohrstöpsel reingeben, gibt es auch für Kinder oder was auch immer, dass sie für sich sorgen dürfen, dass sie zum Beispiel auch rausgehen dürfen, um mal draußen in der Natur nur durchzuschnaufen, frische Luft zu schnappen, diese CO2-Mangel. Frag mal einen Hochsensiblen, der weiß es sofort. Boah, müssen wir mal, ne? Lüften. Also dass das Kind auch mal rausgehen darf, dass es kurze Pause machen darf. Und dann ist das Kind wieder da. Auch mit Freude und vor allem auch mit diesem Gefühl, ich bin okay. Klarheit und Struktur. Ne? Wenn innerlich so viel Chaos ist, so viel los ist, so viel ständig irgendwas beachtet und aufgenommen wird, die eigene Ordnung leben zu dürfen, die eigene Ordnung. Nicht die, die von außen vorgegeben wird. Auch zum Beispiel nur mal Sitzplatzwahl in der Schule. Ne? Warum müssen die ständig umgesetzt werden? Es gibt auch in Weiterbildungen, habe ich das durchaus. Wenn ich in einen Raum komme und ich weiß, ich muss da für eine längere Zeit zuhören, aufnehmen, wahrnehmen, dann suche ich mir sehr bewusst den Platz aus. Und dann kommt der Dozent auf die Idee, so, wir machen jetzt mal Flexibilitätsübung, wir setzen uns jetzt mal alle um und ich denke, oh, für mich ist es wirklich wichtig, in dem Moment meine Ordnung leben zu dürfen, da sitzen zu können, wo ich mich sicher fühle. Ich mache das mit, ne? Also ich bin da schon flexibel genug, so ist es jetzt nicht, ich sterbe daran ja auch nicht, aber es geht mir nicht mehr so gut wie vorher. Manchmal gucke ich dann halt, ne, ganz schnell wieder auf den anderen Platz. Oder zumindest so einen ähnlichen. Also auch die eigene Ordnung leben dürfen. Reizarme Umgebung. Manchmal, wenn wir dann so sprechen mit der Familie und ich stelle so fest, oh ja, okay, oh, das wäre, oh, wow, da ist schon richtig viel was los, dann gebe ich durchaus auch schon mal den Tipp, so mal 2 Wochen, vielleicht sogar 4 Wochen, nichts machen. Schule, Kindergarten, okay, aber danach nichts. Keine Ausflüge, nicht mit einkaufen nehmen, keine Freunde einladen, nicht irgendwo anders hingehen, was immer auch geht, streichen, sondern mit, und auch nicht nachmittags Spielangebote machen. So, dann müssen wir jetzt mal, ne, können wir das, nein, das Kind selber entscheiden lassen, ob es was machen möchte, da sein, präsent sein, um das Kind aufzufangen, aber nichts anbieten. Und oft hat genau diese Auszeit
dann tatsächlich den Effekt, dass die Kinder runterfahren und anfangen zu lernen, wieder etwas ruhiger und entspannter zu werden und dann aufbauen darauf, mit dem Kind zu üben, so in der normalen Welt klarzukommen. Mir geht es ja nicht darum zu sagen, und das erlebe ich dann manchmal bei Eltern, wenn ich das so beschreibe, oh, da muss ich jetzt mein Kind einpacken. Ne? Ich muss dafür sorgen, dass zum Beispiel im Kindergarten, dass sie da total Rücksicht drauf nehmen und dann müssen die das so machen und so machen. Das erzählen mir manchmal auch so Erzieherinnen. So wie Matthias auch sagte, die Eltern kommen und sagen, mein Kind ist hochsensibel und da muss man jetzt auch mal besonders auf, ne? So, für nee, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen eben dem Kind helfen zur Selbst- oder Hilfe zur Selbsthilfe, dem Kind helfen, zu lernen, damit umzugehen. Das braucht das Kind. Denn es später ist es auch nicht in Watte gepackt und kann sich irgendwie zurückziehen, sondern es darf lernen, in der normalen Umfeld zu lernen, wann immer es losgeht. Aber dann eben einfach mal so eine Auszeit zu haben und zum Beispiel das Spielzeug auch zu reduzieren. Vielleicht die Hälfte einfach in Kartons packen. Nach einem halben Jahr werden die geholt und die andere Hälfte wird wieder weggepackt oder was auch immer. Sowas zum Beispiel. Also für reizarme Auszeiten zumindest zu achten. Und was diese Kinder brauchen, akzeptiert zu werden. Oder Erwachsene übrigens auch. Ne? Ich freue mich immer, wenn Menschen mir dann trotzdem wertschätzend begegnen und mich nicht abstempeln, weil ich eben nicht permanent überall mitmache bei irgendwelchen Treffen oder was auch immer, weil ich für mich sorge, sondern akzeptiert werden. Das heißt, Kinder möchten mitbestimmen. Sie möchten mitbestimmen in der Zeit. Sie möchten auch mitbestimmen, zum Beispiel, wie lange bleibe ich bei diesem Familienfest? Wenn ich schon mitkomme, kann ich da vielleicht auch für mich sorgen? Kann ich da auch meinen Kopfhörer mitnehmen und ein Hörbuch hören? Darf ich mich dann woanders hinsetzen? Darf ich mitbestimmen? Und was Kindern oft wirklich hilft, ist, mit den Kindern darüber zu sprechen, nicht nur wir gehen jetzt auf die am Sonntag ne, zu dem und dem Familienfest, sondern was wird da passieren? Wie wird es da aussehen? Was gibt es da für Möglichkeiten für dich? Dass der Erwachsene sich ein bisschen in dieses Kind hineinversetzt und sich überlegt, was braucht es, was könnte helfen, wo könnte es Probleme geben. Wenn ich weiß zum Beispiel, es ist eine Hochzeit, das heißt, es wird Musik gespielt, es wird getanzt, dass ich mir überlege, okay, zu dem Zeitpunkt kann ich für das Kind das und das besorgen, kann ich mit dem Kind das erklären. Es wird also so sein, dass sie sich da bewegen und tanzen. Es wird so und so aussehen. Ich kann zum Beispiel einen Film zeigen. Hey, so wird es ungefähr sein, dass das Kind das schon mal sieht, wenn es da noch nie war. Also Hilfe zur Selbsthilfe, dass das Kind auch für seine eigenen Strategien sorgen darf. Und das gilt natürlich auch alles für Erwachsene. Die Menschen, die sehr, sehr viel wahrnehmen, brauchen einfach ja, schon eine Umgebung, die in der Lage ist, ein bisschen damit umzugehen und die vor allem auch diesem betroffenen Kind oder erwachsenen Person zugestehen, dass es für sich sorgt und dass es okay ist. Also Kind, wunderbares Ausflug in den Zoo. Zoo ist auch sowas, ne? Viel Bewegung, viele Geräusche, unbekannte Geräusche, Gerüche. Ist toll, Kind freut sich, ist wirklich dabei, hat Auszeiten, ne, wird sich auf eine Bank gesetzt und so weiter. Kommt abends nach Hause, stürmt ins eigene Zimmer, knallt die Tür zu. Was machen die Erwachsenen? Hinterhergehen, ne? Was ist los? Warum knallst du die Tür so zu? Was soll das jetzt, ne? Was willst du? Was brauchst du? Was soll das? Und wie das Kind ist nur so zu Hause. Ruhe, nichts hören, nichts sagen müssen. Da ist so viel gerade drin, das kann gar nicht raus. Sondern es muss erst mal sortiert werden, bevor überhaupt Worte dafür gefunden werden. Und dann kommt Mama oder Papa und will wissen, was los ist. Keine Ahnung, kann ich dir gar nicht sagen. Also das Kind braucht Auszeiten und das ist zu respektieren. Hey, ist für dich jetzt gerade wichtig, dich zurückzuziehen. Wunderbar, gut, dass du das machst.
was wir vorhin gehört haben, präsent sein. Hey, ich bin dann und dann, ich bin da und da, wann immer du mich brauchst, kannst du gerne rauskommen. Und das Kind kommt dann nach einer Zeit raus und ist glücklich. Und es fühlt sich wohler. Ein bisschen noch ein paar Worte, Hochsensibilität in der Familienberatung. Ein bisschen was habe ich ja schon so erzählt. Ich werde immer so gefragt, gibt es da so eine Diagnose oder so einen Test? Es gibt Tests, gerade so im Internet oder auch in Büchern, wo du so verschiedene Fragen einfach beantworten musst. Ja, kann man machen. Ne? So. Ist nicht besonders aussagekräftig. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, mal zu gucken, okay, geht es vielleicht so in die Richtung? Was für mich viel wichtiger ist in Gesprächen, gerade wenn Eltern zu mir kommen und ein Kind beschreiben, ist ein wirklich ausführliches Gespräch. Denn nochmal, ne, es gibt nicht den einen Hochsensiblen mit an und aus, sondern es gibt so eine ganze Bandbreite. Das hier sind so die ganz normalen, ne, so, und dann gibt es so langsam eine Überleitung. Und dann gibt es so eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Phänomenen, an verschiedenen Intensitäten. Und das bildet kein Test ab. Aber in einem Gespräch und gerade dann, wenn ich frage ganz viel eben nach Wahrnehmungen und so weiter, auch zum Beispiel Gerechtigkeitssinn, ne, oder Esssinn für Ästhetik, was also oftmals auch in diesen Tests gar nicht so vorkommt. Und wenn ich dann so die Idee habe, okay, es könnte in die Richtung gehen, dann fange ich an, das ein bisschen zu beschreiben. Und dann achte ich auf die Menschen. Und da gibt es Menschen, und das ist egal, wie groß, wie klein, die sind einfach unglaublich erleichtert. Dann denke ich, okay, das reicht mir dann schon. Das ist für mich eigentlich dann der Test. Wenn ich merke, die betroffene Person, egal wer das ist, reagiert, ah, die lehnen sich dann zurück, schnaufen aus, oder so wie dieser Junge, so, staunen. Das ist für mich eigentlich der Hinweis, okay, da scheine ich das so ein bisschen, ne, frage ich dann, oh, scheine ich irgendwie so getroffen zu haben? Ja, absolut. Sowohl mein Kind als auch eben für mich, was ich vorhin schon sagte, dass eben eine Person dann eine Erwachsene, hätte ich nie gedacht, stimmt, passt auch auf mich. Das heißt, für mich ist das einzig wirkliche Kriterium, wie geht es der Person? Und da ist es jetzt für mich auch eine Unterscheidung, wer hat den Leidensdruck? Denn es gibt durchaus Kinder, hochsensible Kinder, wenn wir das so im Gespräch feststellen, denen geht es eigentlich ziemlich gut damit, ne? Die haben für sich selber ihre eigenen Strategien, machen eben Musik zum Hausaufgaben machen an, wenden sich ab, wenn sie stellen sich zum Beispiel den Ranzen hin, ne? Wenn sie Tests schreiben, die haben für sich Strategien entwickelt, denen geht es ganz gut. Nur den Eltern nicht. Weil dieses Kind eben tatsächlich sagt, nö, ich gehe nicht auf Kindergeburtstage, mache ich nicht. Weil es für sich einfach entschieden hat, das macht mir keinen Spaß, es ist unangenehm, ich habe das ein paar Mal mitgemacht, mag ich nicht, gehe ich nicht hin. So. Dann haben aber die Eltern vielleicht den Leidensdruck, weil das Kind auch in der Schule sich einfach mal abdriftet. Das hat mir mal eine Lehrerin auch erzählt, hat sie bei einem Mädchen gesehen. Dieses Mädchen hört zu, ist auch deutlich sichtbar, nimmt alles auf und auf einmal macht es wirklich wie, sieht man dem Kind an, dunk. Ist wie, da geht wie so eine Mauer runter oder so, Zugbrücke wird hochgezogen und dieses Kind ist nicht mehr ansprechbar. Das heißt ansprechbar schon, aber es reagiert nicht. So, ne, Todstellreflex, was wir schon auch ja gehört haben. Was auch einfach daran liegen kann, Tilt, ist einfach zu viel. Dann schaltet dieses Kind ab. Es wird verarbeitet, gemacht, getan. Es reagiert auch nicht auf Ansprache, auch nicht auf Anfassen, auf nichts. Es wird verarbeitet, auf einmal macht es Tink und das Kind ist wie vorher, wie ausgewechselt, genau wie vorher auch, wieder aufnahmefähig. Ja, wenn man den Hintergrund nicht kennt, könnte das ja auch eine psychologische, psychische, neurologische Störung sein. Und deswegen ist es, finde ich, schon wichtig, auch vielleicht etwas darüber zu wissen, mit Lehrern, Erziehern zu sprechen und genau zu gucken, okay, wer hat jetzt eigentlich das Problem?
Diese klassische Frage, bei wem liegt das Problem? Beim Kind oder beim Erwachsenen? Und das versuche ich am Anfang bei den Beratungen immer rauszubekommen. Und dann achte ich eben genau auf diese Person. Und es gibt auch Kinder, die haben wirklich ein Problem. So Schulverweigerer hatte ich auch. Und wir haben da so angefangen, so strukturiert, die verschiedenen Dinge nachgefragt, auch mit dem Kind gesprochen. Und irgendwie dachte ich so, könnte so in die Richtung gehen. Hatten wir auch ein etwas längeres Gespräch über Hochsensibilität. Und dann kam er in mich raus, es geht gar nicht um die Schule, sondern um den Weg dahin. Busfahren, voller Schulbus, geht gar nicht. Dieses Kind ist so in Panik ausgebrochen, alleine über dem Gedanken, in den Schulbus zu steigen. Die Mutter sagt, ich kann ihn nicht fahren. Es geht nicht anders, Schulbus muss sein. Ja, was machen wir denn jetzt da? Ja, das Kind hat für sich entschieden, dann gehe ich nicht zur Schule. Seine Strategie. Dann haben wir einfach drüber gesprochen, haben dran gearbeitet, um das für euch jetzt auch noch aufzulösen. Mit der Schule auch gesprochen und es war dann auch okay, also mit Krankschreibung auch mal 2 Wochen zu Hause zu bleiben. Und in den 2 Wochen, das war also schon ein älteres Kind, habe ich mit den Eltern und dem Kind auch mich mehrmals getroffen. Und wir haben einfach, ich habe wirklich mit dem Kind nur Strategien erarbeitet, sich abzugrenzen. Wir haben es nur geübt. Und dadurch, dass ich ihm das erzählt habe, das war ein Junge, 13, 14, sowas, dass ich ihm das erzählt habe, dass er nicht alleine ist, das war schon mal so, echt. Ich habe gesagt, wie viele sind ungefähr in dem Schulbus? Und da kam ich wieder mit meiner Mathe, so, echt, da sind noch mehr in dem Bus? Da habe ich gesagt, ja, denen geht es vielleicht nicht ganz so schlecht wie dir, aber für die ist es auch noch unangenehmer als für alle anderen. Ah, okay. Und dann haben wir angefangen, okay, wie kannst du dich abgrenzen? Was kannst du tun? Und dann kam er selber so ins Überlegen und dann ging es nach diesen 2 Wochen, wo er zu Hause bleiben durfte, fing er Stück für Stück an. Ja, nach einiger Zeit, wieder mal haben wir uns getroffen, lief es. Er ging zur Schule. Er konnte auch mal mit dem Schulbus fahren. Die Mutter hat ihn die ersten paar Tage nochmal hingefahren, damit er zumindest... Also hat sich da extra Urlaub genommen noch dafür, aber dann ging es. Da konnte man im Schulbus fahren. Das heißt also wirklich gucken, wer braucht Unterstützung. Und darauf konzentriere ich mich zum Beispiel in meinen Beratungen. Wer braucht eigentlich Unterstützung? Denn es gibt noch eine andere Konstellation. Die Eltern kommen zu mir und es kann passieren, dass die Eltern so reagieren, aha, okay, ja, hochsensibel, gut. Ja, gut, machen wir das. Wunderbar. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, oh, jetzt bin ich aber erleichtert. Und ich so, okay, sieht jetzt nicht so aus, als ob sie erleichtert wären, weil sie glauben, sie haben das auch. Nee, ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld daran, dass mein Kind bei einem Kindergeburtstag sich nicht ins Getümmel stürzt, sondern wie ein schüchternes Kind neben mir stehen bleibt und erstmal alles abscannt. Ich bin nicht schuld daran, dass mein Kind nicht in der Lage ist, in großen Gesellschaften zu sein. Ich bin nicht schuld daran, dass mein Kind so viel Ärger in der Schule bekommt, weil es eben permanent überfordert ist. Ich bin nicht schuld. Auch eine wichtige Erkenntnis, gerade für die Eltern, und Erleichterung. Und dann können sie auch ihr Kind eher noch mal ein bisschen annehmen. Also ich gucke genau da drauf. Und das möchte ich euch einfach so mitgeben. Wenn ihr so das Gefühl habt in einer Beratung, da könnte jemand sein, der besonders viel wahrnimmt. Oft reicht es tatsächlich erstmal aus, das Wort auszusprechen, es könnte sein. Und dann vielleicht, wenn ihr das sagt, ich bin nicht unbedingt der Fachmann oder Fachfrau dafür, aber es gibt das. Und es sind tatsächlich 15-20% der Bevölkerung, die das auch haben, die vermehrt wahrnehmen, die ein reiches Innenleben haben, wo immer was los ist, die so viele Reize gar nicht verarbeiten können, die sich schnell überfordert fühlen. Und wenn die Person dann entspannt ist und denkt, oh, okay, ja, ich bin nicht alleine, ich bin kein Alien, ich bin nicht alleine, hey, es gibt noch mehr,
dann reicht es manchmal schon, diese Information mitzugeben. Und die können sich dann natürlich weiter informieren. Und das löst oft einige Konflikte aus. Also so eine kurze Information, dass es das gibt, was so dahinter steckt. Ihr bekommt ja auch die Folien und auch die Aufnahme. Das kann schon reichen. Manchmal reicht es nicht. Das sind die Familien, die dann bei mir landen, wo wir also auch ganz intensiv eben darüber damit arbeiten und wo ich also die Eltern und durchaus auch Kinder unterstütze, dass sie mit diesem Anderssein klarkommen. Wobei ich immer gerne sage, es ist eine Variation des Normalen. Also es ist der Pol und auch der Pol mit weniger Wahrnehmung oder normale Wahrnehmung ist genauso normal, ja, den, wie man das definiert, wie der andere Pol. Das ist eine Variation des Normalen. Okay, gibt es Fragen? Gerne. Ja, vielen Dank erstmal für den informativen Vortrag. Mich würde interessieren, wie äußert sich Hochsensibilität zum Beispiel in Kombination mit chronischer Erschöpfung oder Sie hätten auch so Trauma angedeutet, ja, und Hochbegabung. Also das fände ich nochmal spannend, wenn Sie darauf nochmal eingehen könnten. Okay. Ja, dadurch, dass natürlich hochsensible Menschen sind und keine Aliens, können die natürlich tatsächlich dieses Erschöpfungssyndrom und auch viele andere Merkmale auch haben. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich kann mir gut vorstellen, ich kenne jetzt keine Studie dazu, es gibt auch noch nicht so wahnsinnig viele Studien dazu. Ne? Es ist erst gerade so im Aufkeimen in den letzten Jahren, dass vielleicht tatsächlich diese chronische Erschöpfung für Hochsensible noch eher eine Gefahr bedeutet. Weil es natürlich wirklich permanent, es ist so anstrengend, das alles auch zu lernen, auszufiltern. Also es könnte durchaus unbedingt sein, weiß ich jetzt nichts dazu. Trauma, auch da natürlich, ne, können ganz viele Traumata entstehen, wie bei anderen Menschen auch. Vielleicht an der Stelle noch mal kurz eingehakt. War so die Überlegung, sind Hochsensible in kritischen Situationen eher hilfreich oder eher nicht? Ich beantworte das mal. Sie sind sogar sehr hilfreich. Da ernte ich manchmal so überraschte Blicke, so echt? Ja, definitiv. Hochsensible neigen ja dazu, ständig alles zu hinterfragen, zu miteinander zu verknüpfen und nachzudenken. Das heißt, in solchen kritischen Situationen, wo es durchaus zu einem Traumata kommen kann, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Hochsensible sich schon mal mit dieser Möglichkeit, mit dieser gefährlichen Situation gedanklich und emotional beschäftigt hat. Das heißt, sie sind in solchen Situationen, so mal Autounfall, ne, du fährst jeden Tag dieselbe Strecke zur Arbeit und du weißt, wo es da gefährliche Ecken gibt. Das wissen andere auch. Als Hochsensibler hast du dir schon mal überlegt, okay, was passiert, wenn das und das passiert, was mache ich dann und dann? Das heißt, du bist schon mal durchgegangen und dann passiert sowas, ah, dann weiß ich das, ich muss ja gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern ich kann handeln. Danach, ne, tuk, ist aus. Und deswegen Traumata, eigentlich genau das Gleiche. Hochbegabung, ja, häufig verknüpft, nicht immer, nicht zwingend. Also ich kenne auch Hochbegabte, die nicht hochsensibel sind und umgekehrt. Nicht zwingend, aber häufig, diese Verknüpfung. Und dann ist natürlich erst recht was los. Weil dann ja nicht nur von der Hochsensibilität her permanent alles überlegt und verarbeitet wird, sondern natürlich auch der Intellekt sehr viel schneller ist. Die sind ja deswegen auch nicht besser, sondern sie denken einfach anders und schneller und dann geht es echt rund. Ne? Das sind die, die wirklich tatsächlich dann auch ja, sehr schnell erschöpft sind und vielleicht sogar eine Depression oder chronische Erschöpfung reinrutschen könnten. Ist okay? Ja. Gut. Gibt es noch andere Fragen? Gerne. Okay. Was ist denn der Unterschied, weil ich selber habe ADHS und ich muss eigentlich sagen, mir fällt jetzt gerade nichts auf, was großartig unterschiedlich ist. Mhm.
Also vielleicht, ich hätte erst gedacht, die Hyperaktivität vielleicht, die damit dazu kommt, aber das wäre jetzt bei Menschen mit ADS nicht so. Mhm. Aber das kam ja dann auch, es gibt ja auch die Extrovertierten. Mhm. Dann würde mir vielleicht ein, weil ADHS gilt ja als Störung eigentlich. Genau. Es sind aber genau die gleichen Sachen und das Hochsensible gilt ja nicht als Störung, das sondern... Das ist richtig. Mhm. Genau, ist richtig. Gilt nicht als Störung, sondern als Persönlichkeitsmerkmal. Die Frage, danke dafür, kriege ich öfters gestellt. Ich bin jetzt keine Fachfrau für ADS oder ADHS, allerdings dadurch habe ich mich auch ein bisschen so damit beschäftigt. Und soweit mir bekannt ist, ist ein großer Unterschied, dass Menschen wirklich mit festgestellter ADS nie in der Lage sind, sich wirklich auf irgendetwas längerfristig zu konzentrieren, und zwar 100% zu konzentrieren. Das können Hochsensible absolut Stunden. Wenn eine reizarme Umgebung ist und wenn sie sich mit etwas beschäftigen, was ihnen gerade wichtig ist, dann sind die, ne, wie das Mädchen, erinnert euch, ne, die da eintaucht, Stunden weg, hochkonzentriert in dieser anderen Welt. Und zwar wirklich konzentriert. Und sie können auch ruhig werden. Dann, wenn sie in der Lage sind, sich abzuschalten, runterzufahren, sie können ganz entspannt sein. Das ist aus meiner Erfahrung und aus meiner Recherche her der große Unterschied, dass es möglich ist. Also ich begegne immer wieder auch Eltern, die zu mir kommen, mit total erschreckten Augen. Wir haben die Diagnose ADS oder den Verdacht vom Kindergarten und Grundschule und boah, das ist doch ganz schlimm. Und ich so, ganz ruhig, wir gucken. Ganz ruhig bleiben und dann sprechen wir eben. Und wenn ich dann, ich sage, ich bin kein Arzt, ich kann es nicht beurteilen, aus meiner persönlichen Sicht spricht eher was dafür, dass das Kind eben eher so in dem äußeren Bereich, bei dem anderen Pol der Hochsensibilität ist, als dass es ADS oder ADHS hat. Es ist für die Kinder, für die Erwachsenen oft sehr erleichternd. Und dann sage ich, ich sage jetzt nicht, dass sie sich da nicht weiter mit beschäftigen, sondern dass sie ruhig werden und sich wirklich genau informieren. Am besten mit jemandem sprechen, der bei beidem Experte ist. Das ist nicht einfach zu finden, weiß ich, aber ne, ich bin kein Experte für ADS. Ist das okay? Klar, danke. Oder man hat ADHS. Definitiv, Kombinationen sind möglich. Ganz genau. Mhm. Ich glaube, hier vorne, Sie hatten noch eine Frage, ne? Wenn sich jetzt jemand besonders für dieses Thema Hochsensibilität interessiert, gibt es ein Buch, was du empfiehlst, wo man weiterkommt? Mhm. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil gerade die, die sich dafür interessieren, sind meistens Betroffene und die brauchen dann das Buch, das sie anspricht. Ich kann dir einen Namen mitgeben, Elaine Erwin, eine Amerikanerin, die schon in den 80er Jahren, letztes Jahrhundert, also schon vor Ewigkeiten angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und das ein bisschen, ja, auch wissenschaftlich angeht. Und es gibt ein Buch, ich bin visuell, und ich weiß, wie das Buch riecht und ich weiß, wie das Buch aussieht. Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Ne? So. Also von Elaine Erwin. Ich glaube, es gibt auch 2, 3 Bücher. Und ansonsten, Sekunde. Die das. Genau. Und genau, fällt mir gerade ein. Es gibt noch ein sehr gutes Buch, Dein hochsensibles Kind. Da fällt mir jetzt der Autor nicht ein. Also ich habe es nicht so mit Namen. Ne? So, ich weiß, wie es aussieht. Genau, also das würde ich empfehlen, gerade Elaine Erwin, die sich halt schon ewig damit beschäftigt und tatsächlich viel auch darüber forscht und viel weiß, und das ist eher so ein bisschen wissenschaftlich, aber dadurch kann man ganz, ganz viel noch erfahren. Ansonsten die anderen, so für Eltern oder so, ich empfehle immer, gehen Sie in den Buchladen, nehmen Sie das Buch in die Hand, schauen Sie sich das an, es gibt wirklich Bücher, die sind von der Formulierung her einfach nicht passend für die Menschen. Okay. Ich habe noch eine kurze Zusammenfassung. Ich möchte euch nämlich mitgeben ein Wow. Ihr habt jetzt so ganz viel gehört, was es auch Probleme gibt und Schwierigkeiten gibt und wie anstrengend das ist. Und ich möchte es einfach nochmal aufgreifen. Es ist wie ein Schatz. Und das ist auch das, was ich immer versuche, den Menschen, die zu mir kommen, mitzugeben.
sei es den Kindern als auch den Eltern. Es ist ein Schatz und es ist wertvoll, es ist wichtig und es hat schon seinen Sinn, dass es das gibt. Übrigens auch in der Tierwelt, ne? Auch in der Tierwelt hat man festgestellt, gibt es Tiere, die mehr wahrnehmen als ihre Kollegen. Und gerade vielleicht die Hochsensiblen haben früher, als wir als Menschen noch unterwegs waren, Gefahren ausgesetzt waren, waren diejenigen, die gesagt haben, nee, hier dürfen wir nicht unser Lager aufschlagen. Wir müssen weiterziehen. Und wo es dann rauskam, hey, das war eigentlich Schlafplatz von der Löwenrudel, ne? Haben die vielleicht gerochen, haben die wie auch immer wahrgenommen. Früher, könnte ich mir gut vorstellen, waren die richtig gefragt. Dieses Wahrnehmen, dieses Vermitteln auch, ne? Dieses Wahrnehmen von Stimmungen und so weiter. Heute in unserer Gesellschaft mit funktionieren müssen, zackig dabei sein müssen, abarbeiten können müssen und so weiter. Dann wird es manchmal als Störung angesehen. Nicht im klassischen medizinischen Sinn, sondern eben, ey, das passt nicht, ne? Dass du jetzt nicht sofort dich ins Wasser stürzt und es passt auch nicht, dass du nicht gleich bei dem Kindergeburtstag mitmachst. Hey, das stört, das ist eine Störung, das geht gar nichts. Ist nicht okay. Nein, es ist okay und es ist richtig und es ist gut und es ist wichtig, dass es diese Menschen gibt. Dass es diese Menschen gibt, nicht Aliens. Okay, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch eine ganz tolle Heimfahrt. Ja, danke.